Morgen. Na, diese nicht. Die schläft wieder. Das ist wieder gute Nacht. Ja. Schön. Gute Nacht. Ja, fährt sich gut. Macht Spaß. Ist der Fanny geboren? Schick. Ja. Na Jungs, und wie sieht's aus? Ey, wo ist denn da? 5 Minuten nach der Zeit ist der Sippi der Sippel. Keine Sekunde zu früh. Das ist ja unglaublich hier. Ja, sofort verhalten wir uns vor. Oder? Oh, der sitzt aber intakt. Der wird ja immer besser. Der hat zu lange auf dem Portemonnaie gesessen wahrscheinlich, oder? Jemand? Ja. Also, wirklich, ne? Ja, damit das ausgeglichen wird. Er ist doch wohl ein Ticken. 0,7 Grad. Das stimmt, hast du recht. Ihr kennt es nicht, nee, dass das Leute wirklich Probleme kriegen, Rückenprobleme, wenn sie jahrelang immer auf der Potte gesessen haben. Hm. Auf ihrem Geld sitzen? Ja, so schlimm ist es. Was verkaufst du heute? Im Straßenfeger oder was? Ja, immer reduzieren. Weißt du, Minimum ist das neue Maximum. Ja. Minimum ist das neue Maximum. Hier, vergesst den ganzen Schrott mit den bedruckten Seiten und so. Lediglich Postkarten. Da sitzt er schon wieder. Ey, bringt das jetzt Pech oder was? Der hat dich nicht getroffen, ne? Also, oder halt, oder hier, hab ich was? Nee, also genau zwischen... Ja, da ist irgendwie so eine ganz lange... Alter, daneben geschissen! Nee, genau zwischen uns, glaube ich. So, stell dir dich hin! Die konnten... Das kam gerade runter! Ja, die konnten sich nicht, die konnten sich nicht entscheiden. Hier ist aber gerade... Gerade eben! Zack, zack, ja, und zack. Ja. Oh, schade, verwirrt. Sieht so gut aus. Hundekacke, guck mal, sieht zu trocken aus. Nee, hier guck. Siehst du, das ist mein neuer Spruch. Ey, ja, leider ist keiner was am Druck. Leider hat schon irgendwer drauf umgegriffen. Eigentlich war es so eine schöne blanke weiße Pappe. Was ist das jetzt? Ja. Hä? Blumenhagen hier drin. Fand es nur schick, was da aussah. Ein neues Logo. Kreuz? Weißt du, so schick aus, weil es so aussieht wie ein Hakenkreuz? Das ist der von Elmar, wa? Von Elmar, der Markt. Den lag überall da. Halt, der war auf diesem Gelände bei Recycling bei dem genau, das ist von Elmar. Moin. Ja? Hi. Ach so, dann hätte ich ja noch ein paar mehr mit ihm können lassen, die bestimmt gut verkaufen. Ich würde dich bitten, da einmal drauf zu gucken. Und ja, aber jetzt fällt mir das gerade auf, mit dem, ja, mit dem Taubenschiff. Da kommen wir ja schon rein. Ja. Anders. Ja. Das ist wirklich, und dann noch Kreuz. Ja, ich weiß, der Mann ist auch nicht der Beste. Was ist denn da? Ja, okay. Was meinst du? Bis wann? Wie teuer? 16 Euro. Und, also, wenn ein Schlauchpixel halt der nur ist, ne? Ja. Dann nicht total. Aber wo ist denn da so ein Schlauchpixel? Mein schlesisches Tor muss doch da irgendwo sein, oder? Ist nicht schlesisches Tor. Das ist hier auf diesem Betriebsgelände von da, wo Zapfumzüge ist. Ach so, und da ist daneben, wo diese Snowboards und alles ist. Und Surfwetter. Ah, okay. Und bis wann meinst du? Bis Mittag. Bis Mittag. Wow, okay. Wow, Wahnsinn. Dankeschön. Alles klar, bis dann. Also bis wann hast du heute Abend auf? 21 Uhr. Oh, wow. Okay, dann können wir wahrscheinlich wieder. Doppelwort. Kriegen wir noch ein drittes Wow? Frag mal, was kostet. Danke. Frag mal, was kostet, genau. Oh, kommt dann. Oder? Achso, habt ihr morgen so auch auf? Oh, wow. Dann komme ich morgen abholen, oder übermorgen. Wow. Nee, weil wir haben hier so einen Spezialisten, die wollte unbedingt um 8 Uhr noch kommen, den einen Tag. Ne? Der Samstag war es da. Ja. Ah, ich bin für morgens auch gerne mal nicht, nicht so aufnahmebereit. Nee, ich tue so, als wenn ich dabei wäre. Okay. Naja. Alles gleich nicht wieder aus, für mich ist ja noch spät. Eine Säule des Ladens. Ja, ich will Roller fahren. Ich will Roller fahren. Ich bin immer früh aus dem Bett geschlüpft. Oh, ich hab ein viel geileres. Du machst die mal ab, oder? Ich hab ein viel geileres gefunden. Ja, was war denn die Rede? Ja? Nee, das ist, nee, aber das ist bei ihm ist das hier. Ja, der Korb, aber wow. Gefunden wieder. Siehst ja, aber man muss schon ganz Weile, dann hab ich das geladen. Das ist ein Wachs. Oh, Wachsspiel.
Nee, wahrscheinlich wieder. Reicht das die Laden USB? Ja. Reicht das die Laden? Funktioniert. Oh. Ich habe so die besten Lampen überhaupt gefunden. Aber ist so ein nicht 1, zulässige 60, Teil. Nee. Ding? Ich habe 1 für 60, 70 Euro. Das war's wie, Es geht heute so los wie gestern auf ihr gehört hat. Er ist permanent von morgens bis abends unter Strom. Ja. Das blinkt da auch. Das ist auch nicht zulässig hier. Noch. Aber das ist zulässig hier. Ja. Weil es geht einfach nur an. Und sieht geil aus. Das sieht geil aus. Ja. Wie, es darf nicht blinken oder? Nein, genau. Und die K-Nummer brauche ich, eine Aufnahmenummer. Achso. So eine Rede optimal, wa? So, Mensch, ja, haben wir den ersten Auftrag schon, was sagst du denn dazu? Also einen rollen platten Reifen, ey. Wahnsinn. Echt, also nur Vorderradschlauch. Nur Vorderradschlauch wechseln kann ich. Vielleicht mal runter oder kann ich ja auch draußen machen. Hast du den Fund? Kannst du auch draußen machen, wenn du willst. Okay. Hab ich. Alles hinrollen, da kommt der Rücken zum ersten Mal. Das Anti-Drogen-Programm läuft, Leute. Hier, Leben ohne Drogen. Fahrrad ist Droge genug. Was willst du, was brauchst du mehr? Die Sucht hat ihn gepackt. Einspruch. Was, Einspruch? Was? Ja, Einbruch. Sondereinspruch. Was soll denn? Nix Einspruch. Ja doch, wenn du sagst, läuft, da hier steht die Ausnahme, Ausspruch. Es gibt jetzt Ausspruch. Auch, es gibt jetzt auch Kleinstausführungen für Akkus für Hörgeräte, haben wir gerade schon gelernt, ne? Ich komm mal nacken. So, Leute, jetzt haben wir mal Pech gehabt hier. Die haben bestimmt heute Morgen ab, Kaspar, komm ganz früh morgen, wenn viel zu tun ist. Oh, Herrgott! Da ist Felix noch nicht da, da haben wir unsere Ruhe. Ja. Aber der läuft warm. Another day. Heute nicht. Ich kann auch wieder gehen. Nee, was? Bist du besoffen? Ja, schön gern. Ne? Du, du bleibst schön hier. Nicht viel genug. Aber das ist so geil, dein Anfangsstrom ist irgendwie immer ein bisschen höher als was. Nee, die gegen Feierabend bin ich auch. Der Feierabend bin ich auch ganz flott dran. Ja, am Feierabend bist du wieder hochtreten. Ja, und kurz vorher. Nee, gestern habe ich echt, hab ich fast den Feierabend verpasst. So schlimm bin ich geburtstags. So. Deswegen liegen lassen können, wird nämlich gleich von Felix. Ja. Zusammengefügt. Was ist denn der Blick auf die Straße gemacht? Die war so schön sauer. Ich soll jetzt noch fliegen hier. Nee, du musst ja nicht fliegen. Nee, aber ich bin hier rein, der Praktikant darf wieder. Ja. Der Zahnbürst damit. Wenn noch Schlagen als legitime Erziehungsmaßnahmen gestattet werden. Ach, ey, ich wäre ein feines Leben. Ja. Da wären wir alle fein raus. Ich muss mal ein Auge zuhalten, sonst sind beide blind. Das ist doof, ja. Das müssen wir mal tasten. Kurzzeitig konzentrieren. Wo ist dein Teller, Simon? Ist der noch oben angeschlossen? Ist das Schloss noch hoch? Ich habe nichts angeschlossen. Die Dinger stehen da übrigens. Hast du doch. Zum Verkauf. Ich ja, doch, hast du. Ja, genau. Hast du angeschlossen. Nee, nächster. Morgen setzt er vielleicht wieder weg. Ach so, ja, nee, dann ist hier. Oder dann waschen wir die nochmal. Waschen? Ja, weil ja. Was ist denn jetzt hier? Die Tüte hab ich, ja. Hast du gehört, Tommy? Ich hab eine Tüte. Aber. Gut, dann bitte. Wenn die groß genug ist überhaupt. Ja, ja, für die paar Schläuche da oben reicht es. Alter Schwede, ey! Das ist ein so ein krasser Verbrauch da. Ja, ja. Ich glaube, ihr habt die Clowns alle. Tommy hat übrigens ein paar auch schicke neue Kaffeebecher, ne? Weil ich den mal kaputt geben will. Ich habe jetzt schon gekriegt, weil alle Sachen mit Clowns vorne sind. Echt? Oh, wie? Warum ist das dann eine gute Rutsche für den Ort? Nicht mal da, sondern wollte ich mal baden gehen in Berlin.
Ah. Ich hab gerade in der Tafelmelde? Ja, wir ja, klauen die ganze Rucksäcke. Achso, da war der Becher drin. Genau, sozialkompetent. Nee, aber die Becher sind sogar richtig schick, ne? Jetzt kann man das ja auch sagen, wenn du ruhig sein. Genau, ja, aber das ja. Geht dann immer nur so lange. Dann hilfe ich mal. Dann kann man auch Hausverbot erteilen, dann bleibe ich halt einfach da. Dann brauch, ne? Ich komm nie wieder, verspreche ich, komm nie wieder. Bleib einfach. Bleib mal lieber hier, das tut dir ganz gut. Finde ich auch gut. Ne? Ja, das musst du mal der Justiz erzählen. Wo sind denn die Pumpen hin, Jungs? Haben die schon wieder erlaubt? Nee, weil das ist echt wichtig, Leute, dass ich das klären gehe, ne? Ach, kannst du bestätigen, ne? Was kann ich bestätigen? Dass ich gestern da war und ich, ja, da war. Natürlich. Wenn du möchtest, dass ich das bestätigen kann. Ja, ne? Dass ich mich darum gekümmert habe und dass ich heute auch wieder um 12 Uhr, 1 Uhr losgucken kann. Ach, die machen erst ab 13 Uhr. Ja, ich bin. Ja, genau. Nee, bei dem anderen, da wo ich die Strafe mit abhaue. Der Bunker wird nicht bestätigen, aber ja. Schon nee, so. Was für wichtig ist, bestätigen wir natürlich. Ist mir das. Wenn ihr das da arbeitet, dann ja, fast so wichtig wie die Pumpen. Wo sind denn die Pumpen hin? Die starten doch wohl heute Morgen hier. Gut, ich danke. Ja, wie danke, immer. Du hast Termine? Ja, müssen wir. Ich sehe jetzt umsonst rumhängst. Ja, ja. Genau. Danke. Bin üblich. Ciao. Die Pumpen befinden sich im unteren Bereich des Verhandels. Aber die waren. Ja, wenn die Treppe gefegt wird, dann stehen die Verkaufspumpen nicht da, weil die sehen ja nicht sehr gut aus. Denn. Apropos, ne? Irgendwer wollte doch nicht mehr gehen. Anfrage, Aussage. Ja, ich kenne die auch schon, ja. Der FSA-Steuersatz ist da. Yeah! Mann. Und dann dachte ich, nee, das ist ja die Tretgrubel muss man natürlich auf beiden Seiten abziehen, um folgendes Problem natürlich. Mit der Kamera weg. Mit der Kamera hin, weil man muss dieses Ding, das möchte er abhaben, der Kunde. Und es war sowieso locker, ne? Es war ja locker auf der Seite, oder? Nee. Er meinte, aber es hat sich schon mitgedreht hier. Das kann sein. Also musst du das ja schon doch, irgendwie locker gewesen. Ja, ein bisschen. Genau. Also nicht hier die Fakten verwirren. Ja. Das muss ab. Das war eine rhetorische Aussage. Rhetorische Aussage. Rhetorische Frage. Der hatte wirklich die Kamera dabei. Siehst du, ich spüre sowas. Ich habe nicht mal hingeguckt und wusste sofort die Kamera. Ja, wie sieht er dann aus beim Moment. Arbeiten? Ist so, ab mit dem Ding. Löschen. Ab mit die Teil. Ist draußen, wunderbar. Ja. Jetzt den Kurbelabzieher ran. Vorher immer aufspülen mit WD-40, ob das sich ein bisschen gemacht. Löst. Außerdem hast du hier auch gemacht? Da drauf. Kurz auf die Achse. Immer von vorne, immer von hinten. Nicht in die Lager rein, aber einfach nur einmal einen Klecks hier vorne hoch auf dem Vierkant. Ach, auf den Vierkant. Hey, mal her, hast du diese neuen Tönen hast du. Einmal so. Darin und einmal. Okay. Nicht in die Lager rein. Nee, irgendwie ganz bisschen, nur dass es sich von hinten drin zieht, damit es leichter sich abziehen lässt. Weil es sieht so aus, als wäre es ohne Fett eingebaut worden. Okay, ja, das stimmt. Das ist allerdings sehr trocken. Aber es war vorhin so top, leicht zu lösen auf der anderen Seite. Ja, naja, das ist erstmal ein positives Zeichen, aber es könnte ja durchaus dennoch sein, dass auf der anderen Seite auf immer, weißt du, das ist eine Truvativ, die sind. Truvativ. Die waren eigentlich mal. Oh. Okay, also ich bin die Uhr lang gefahren, aber tatsächlich geht, wa? Okay, und dann? Okay. Ja, was ist mit diesem Truvativ jetzt mit diesem Hund? Alles gut. Bei dem hast du der Firma abgeschworen. Nee, alles gut. Ja, du hast mich schon aus dem Konzept gebracht. Hier kann man jetzt nichts mehr. Ach, siehst du? Lässt sich nämlich erst dann
Hast recht gehabt, die ist ohne Fett eingebaut worden. So, jetzt aber mal. Da siehst du, jetzt kommt sie. Das ist ohne Fett. Genau da, ja. Kommt die Kugel oder kommt die Winde? Kommt die Kugel, Gott sei Dank. Boah. Ohne Fett, total verrostet. Krass, Alter, ne? So, wo ist hier? Deswegen war ja gut, dass man ein bisschen WD-40 drauf gemacht hat. Was steht da dran? Option, ja, siehst du. Guck mal, wie das aussieht. Warum von der Seite? Achso. Guck mal, die andere Seite mit Fett. Verlagert. Mit Fett? Ohne Fett. Ohne Fett. Da haben sie gesagt, naja, machen wir einseitig. Einseitige Fettwirkung. Oder eben, das ist die Wetterseite. Da stand es, das kann natürlich auch sein, dass es immer so an der Hauswand stand. Ja. Und immer Fett voll geregnet. Ja. Fett voll geregnet. Oh gut. Diese Seite des Lagers bitte an, diese Seite der Lagerschale natürlich bitte anlösen dann. Ja, also die muss man anlösen, damit man jetzt auf der anderen Seite natürlich, weil da fehlt ja jetzt ein Millimeter sozusagen, weiter reinschrauben kann. Anlösen, Fett lösen. Das mach ich mal schnell. 17er Schlüssel hat es gerade gehabt. Mal weiter, genau. Nee, gar kein WD-40 rein. Nein, das wird einfach jetzt nicht. Pass auf. Erstmal die Seite anziehen, ja? Erstmal wird die Seite komplett rausgeschraubt. Dann wird richtig geputzt. Ja, dann wird man mal. Ja, das, sag mal, das lag erst einmal draußen, mal zeigen jetzt. Ja, gut. Das ist das Herzstück des Rahmens, ne? Sozusagen, sagt man mal. Guck mal, hoch ohne Fette. Oh, komplett. Ja. Aber ist doch nur eine Plastikschale, also die Qualität, die ist. Naja. Und wo kann das gebraucht noch werden? Ne? Schrott. Der. Ah. Genau. Schrott. In der Gegend. Ja. Und na gut, und das natürlich erstmal möglichst trocken, na klar. Also jetzt wird das alles trocken, sonst ja. Das ziehst du einmal nur nicht rum. Und dann gleich auf der anderen Seite. Also wir ja nicht groß tolle rummachen wegen der Winde und so. Würde, genau. Und das gleich dann. Ja. Jetzt müssen wir die. Okay. Aber mitpusten. Genau, fantastisch. Und jetzt einmal mit im Grunde genommen Fett drin. Ja. Auf die Winde, auf die Windegänge. Und das Lager natürlich neu wieder einbauen. Okay. Boah, was ich mal da jetzt gemacht hätte, das Leerstelle hier. Hast du das mal gelernt, Felix, eigentlich? Ja, ich habe das aber alles hier richtig blitzeblank mit einem neuen Gewindeschneider und mit dem Fett. Genau, einfach nur Fett drauf, das unterwandert, ja, wisst ihr. Mach es erstmal auf der einen Seite bei dir und dann gehst du noch auf die andere Seite. Einwandern, umwandern, auswandern. Ja, ich hätte dann mit der Zahnbürste und alles. Na gut, aber wie gesagt, ey, du kannst die Räder nicht auf Neustand, das geht nicht. Ja. So, du musst langsamer. Einmal runter. Langsamer und konzentriert. Aber so, guck, jetzt dreht sich wunderbar rein hier. Der dreht sich schon wie, als wenn, ne? Also, ne? So. Aber trotzdem ist jetzt, Felix. Moment, jetzt. Mit Lara, wenn du sie noch. Leg doch mal die Kugel. Ja, aber Gott, zack, dabei sei. Wo ist denn? Ich finde da keinen Schlüssel. Was für ein Schlüssel? Wofür denn? Genau, den Abzieher abzuziehen. Den 17er haben wir ja schon gehabt. Aber nee, da. Das ist ein 16er hier. Der 15er ist das. Ja, das andere ist ein 19er. Und der geht doch ab einfach. Du musst halt nur das erstmal rausschauen. Das ist ein 19er, passt da. Das ist ein 19er. Und den 19er haben wir gerade gesucht. Wo ist der? Ach, den hast du heute nicht. Nein, der ist da. Ich sehe. Keine Hink. Aber wenn du zuerst musst du trotzdem das rausdrehen, genau, wieder, ja. Dann kannst du das mit der Hand raus. War noch im Vierkant. Ach so, war nicht ganz rausgedreht wahrscheinlich. Ja. Rausgedreht und dann blockiert, dann kriegst du den natürlich nicht rausgezogen. Sehr klar. Das ist je nach Stück. Ja, mit der Hand kriegt man es aber auch nicht immer, oder? Boah. Verkannt ist der schon. Ja, verkannt ist der. Lass mich mal. Lass mal das. In welche Richtung? Ich wollte nur kurz. Ach, wenn ich jetzt nimmst du mir die knifflichen Aufgaben, nimmst du mir die Kiste. Ach so, dann wollte ich natürlich nicht. Will ich natürlich aber kurz gehen. Mit der Hand geht's. Fast bis zum Ende. Wunderbar. Nur weil der halt, wenn er hier vorne auf der Kante erstmal, ne? Nicht gerade drauf sitzt, dann ist es schlimm. Nee, nee. So, um welche Seite ziehst du jetzt volle Programm an. Wow, hier hast du sogar so einen Schlüssel bei.
Ja, den musst du natürlich gut halten am Zentrum, ne? Ja, das ist verkantet der. Ich hab den vorhin so zusammengesetzt aus dem. Das ist richtig, ich nehme dann zum Endpressen nehme ich den. Oder sogar gegen Schluss den. Okay. Und dann eben mit einem Ruck. Nicht mit dem Ruck, sondern mit Kraft. Ja, also auf keinen Fall mit dem Ruck bei den Dingern, weil dann knackt es und mit Ball. Genau. Ja, also den, so rum, so rum. Und ganz zur Not sogar mit hier festziehen, mit einer Achse durch. Genau, mit einem. Genau. Ja, aber das ist bei dem. Aber du merkst, es wird schief, denn dann gibst du dem nochmal hin. Ja. Mit dem anderen. Einfach nur den Tick nochmal geben. Richtung, aber nach unten jetzt. Ja, klar. Ja, das ist auch die Höhe. Du kannst auch den Schlüssel umdrehen. Warte mal. Du kannst den Schlüssel umdrehen, dann hast du den Drückpunkt. Okay, aber dann muss ich ihn nach innen nehmen, oder geht das? Ja, aber dann hast du den Drückpunkt, den ich auch da noch verkantet, der nicht so deutlich. Einmal nur. Einmal nur zack. Naja, dann geht schon ein bisschen. Okay. Ja, genau. Hier drüben dran denken ist eine Plastikschale, Kunststoffschale. Ja, und der soll die, und das reicht dann mit dem. Und das reicht eigentlich mit dem hier, weil das ist ja nur dieser Gegenkonter und ganz ehrlich. Der ganz unten. Ja, hier ist mal den. Das sind ja alle durcheinander hier. Ja. Felix, guck mal. Du musst mal lernen. Und das hier. Und das gehört da nicht drin natürlich. Genau. Nicht der hier an die Seite da. Du musst merken, dass wenn du irgendein Werkzeug ablegst, nicht einfach, wenn du es erstmal nicht richtig wegpacken willst, packst du oben rauf. Ich packe es aber fast immer. Die Zange zum Beispiel liegt voll oft da oben. Entschuldigung, das ist jeden Vorteil. Aber und dann musst du die aber zwangsläufig damit, wenn wir beide hier arbeiten, musst du die hier unten rein. Weil ich greife automatisch nach unten. Ne? Deswegen. Ich bin auch ungern durcheinander, ne? Für einen Arbeitsgang packe ich es auch manchmal dahin. Und wenn es dann fertig ist, so wie das, das ist doch viel zu viel, das kommt dann alles wieder weg. Dann die Ringe, das war ich gestern, ja. Und hier diese abgefuckte und gebrauchte Kappe, das muss alles weg. Hier liegen nämlich immer die Kappen, die kleinen Quetschhülsen. Genau. Bremszug, Schaltzug. Ja, das geht halt nicht. Deswegen muss man das dann alle oben machen. Das ist eine ganz wichtige Arbeit. Ne? Ich meine, wie gesagt, du musst ja wissen, die nehmen ja am Straßenverkehr teil. Da sind die, du hast Verantwortung dafür. Ne? Wenn dann so ein Ding auf immer natürlich ohne Bremse irgendwo abgeht, das ist scheiße. Und dann fährt der noch berg runter am Bergmannstraße da. Dann über die Kreuzung hier hinter. Ich weiß es ja selber, wie ich heiße. Ja, hat halt die Vorderradbremse gezogen wie ein Hund, war. Und er fast hingeräuschert. Das ist halt nicht gut. Ja. Da muss man konzentriert arbeiten. Und deswegen darf man auch nicht so viel reden und auch nicht vielleicht. Also in so Momenten zumindest nicht. Nimm den Schraubenzieher drin. Wie das alles zum Schluss. Genau, einfach nochmal auch kurz halten, bevor das nächste Rad reinkommt. Warte! In die Montage. Fuß gegen schicken. Genau, einfach nochmal wegen mit jeder Schraube einzeln. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Ja, ist halt gut. Ja, ich wollte mal wieder in der Kamera sein. 15er Schlüssel fehlen hier ein paar. Hast du welche? Yay! Du? Bremsbelege nochmal einstellen. Okay. So schön gemacht. Das nervt nicht. Alles cool. Ja, Mensch, Busser. Die Spannung geht raus. Und Reflextest. Ich glaube, wir brauchen keinen Lang. Ja, wirklich? Ja, wir werden nicht lang, weil wir den Kleinen dabei haben, nicht eben unterwegs sind. Okay. Aber das, du hast gesagt Laufrad. Laufräder, ja. Das sind Laufräder, die nennt man nicht. Das sind Laufräder.
So, das müssen wir mal auspacken. Das ist wirklich so eine kleine Laufrad. Na, da hast du doch aber noch vorne. Aber es sind Laufradständer drin für die Laufräder. Hier, die hier. Wer baut die denn? Wer baut das alles? So, warte mal. Ich guck erst mal, vergleich erstmal die Gabel. Ich bin ja so gespannt, ob jetzt eine 26 Zoll ist. So, ja, ein bisschen länger. Das könnte passen. Olé, olé, olé. Yay. Bin ich ja fast glücklich. So, hast du gefunden jetzt andere Einrad? Nirgendwo? Quatsch, hab ich da neulich erst gesehen noch. Mal gucken, wie haut jetzt ab. Treulose Seele. Treulose. Ach so, hier. Ja, die Griffe, genau. Ja. Also, guck mal, das ist ein bisschen, aber ich hoffe, dass man. Bremszug. Ja, erstmal den Buchschreiben. Hast du zufällig immer so einen Würfel? Ich glaube wahrscheinlich nicht mehr, die letzten drei großen jetzt. Die sind ja immer dann beim Lenkerband mit dabei. Einzeln haben wir sie eigentlich nicht da, aber wir hatten mal welche. Ich muss gucken. Stopfen. Lenker einstopfen. Okay, dann genau. Sage ich ihm das. Jawohl. Ja? Alles klar. Danke. Bitte, bitte. Ciao. Ciao. Manchmal genießt man ja auch die Ruhe so ein bisschen. Ne? Das ist echt Wahnsinn. Mit Felix ist es echt anstrengend. Aber egal. Meine Aufgabe in diesem Sommer. Okay. Das ist fest wieder. Dann rufen wir den guten Mann mal an. So, das originale Ersatzteil ist da. Mann, FSA Orbit mit Reduzierstück. Das ist das Reduzierstück. Das hat gefehlt letzte Mal beim Einbau. Hier offensichtlich, als sie das hier versucht haben, drin zu quälen. Das haben wir jetzt da. Das kommt dann hier unten drin. Und dann schließt er hier ordentlich ab. Und wenn es nicht zu kaputt geballert ist, hier unten das Rohr. Also da müssen wir nochmal gucken, muss man eigentlich nochmal planen so ein bisschen. Ach, herrlich. Einfach jetzt.
jetzt zwei Straßen weiter. Ja, dann musst du den. Und ob sie halt ob sie es herbringt, aber dann, sie meinte, ich meinte, dass wir würden das in einer halben Stunde auch fertig machen. Ja. Oder meinte ich, Maximum, da muss ich dich fragen kurz, und ne, dann ist ein falsches Erzähler, habe ich gesagt, oder eine Dreiviertelstunde. Und dann meinte sie, naja, oder du machst es bei mir in der Gegend, weil eine Dreiviertelstunde wäre mir dann auch zu lange. Also, das ist doch Quatsch, dann sowieso. Ja, eben. Dann nee, dann hast du recht, ja, ja. Komplett, überhaupt ich nicht, wo man nachdenken. Ja, überhaupt nicht. Ach, sonst sind wir sich in der Gegend und dann der Sollen wir mal gucken, ja. Ich sag nur noch eine Stunde an, weil ich gar nicht weiß, wenn zwischendurch einer kommt und will irgendwas von mir. Dann ist nämlich die Stunde ruckzuck weg und du nur mit Gesprächen. Eine Dreiviertelstunde für einen Schlauchwechsel in der Hochsaison ist ihr auch zu lange. Zu lange, genau. Ist doch Schwachsinn. Natürlich ist es zu lange. Für reine Arbeitszeit, aber doch nicht für, ey, so ein Scheiß. Die Leute regen einen wirklich auf manchmal. Das ist schon klar. Ja, nee, hätte ich gedacht. Ja, nicht stressen lassen, dann einfach sagen, nee, das schaffen wir nicht. Fertig aus. Und vor allem komme ich ihr noch entgegen und sage, ne, wir würden das irgendwie ist gleich. Ja, einfach vergessen, ja. Und nach unten. Vorsicht mit den Speichen, tut dir nicht weh. Na komm. Geht nicht. Das ist ziemlich schwer. Der hat auch keinen Ständer. Was machst du? Kriegt ein anderes Hinterrad rein, nämlich das hier. Das muss ich dir wieder abschrauben. Wisst ihr, was fehlt hier? Außer das Pedal auf der linken Seite. Ach so. Das Pedal auch noch für sich. Das hätte aber jetzt noch mal mitbringen sollen. Ja, ach doch, ein Kurbel. Nee, ach so, ja, okay. Das ist cool. Die gab es ja noch irgendwann, ne? Die ist ja abgebrochen. Was ist damit? Hm. Boah, ein bisschen Butter heute, die Fische hier. Das ist nicht vorrätig, das dann, ja. Das ist anwendet. Alter, komm in die Schrott, du. Viel Zeit für sowas. Heute. Nicht verzagen, erstmal klagen. Verzagen, ich muss mehr nachfragen. Nein, 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 Durchzuhalten. Ja, aber jetzt ist das Auto. Ich bin schon fünfmal zum Auto hingelaufen mit dem Schlüssel und hat Fischloss ganz gut. Ja, jetzt brauche ich ihn einmal aus dem Fenster. Aus dem Fenster kriegt, oder? Okay. Ist er gekommen oder ist er nur. Halt nur zertrümmert? Guck mal ganz kurz. So, hier Schlüssel. Oh nee, das ist ein. Das ist nicht ein Arschloch. Den. Ich muss da vorne stehen, wo du stehst. Ja. Du brauchst nicht! Durch. Ich passe drunter durch! Ah.
Ich hasse drunter ja, durch, ey. Hab ich nicht. Ich lass doch immer Platz für dich, Mann. Ja. Du wolltest mich scheuchen, was? Das ist doch alles kein Hit, Mann. Das geht alles, Mann. Man muss das nur ordentlich machen. So eine Haier-Dunkeln-Ding, was wir immer. So eine unsichtbaren Energiebälle. Energiebälle. Oh, geil. Hier ist hier ein Löwenkicker. Den Namen der Firma. Diese Umlenkrolle ist auch, guck mal, der Zug. Na, ich muss aber lernen, auch los. Genau, welche ist auch nochmal noch nicht so bescheuert? Ach, guck mal hier, mit den Runden. Same procedure 7 years. Same procedure 7 years. Habe ich neulich mal wieder gesehen und dachte mir, nee, toll, jetzt gibt es auch in modern, aber auf alt gemacht, bis ich irgendwann gecheckt habe. Nee, das ist die alte digitalisierte Fassung. Ach so, oder so, genau. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob sie das gemacht haben. Ja, aber nee, es war schon das Original, aber ich war erstmal so vorhingenommen, dass ich dachte, sollte bestimmt nicht mehr, aber dann dachte ich mir, na gut, solange es das doch noch gibt, ne, dann ist die Welt noch in Ordnung. Nee, wäre doch ein Blödsinn, das irgendwie in anderen Versionen zu machen. Das wäre genau das. Na, wahrscheinlich werden sie schon digital überarbeiten oder ja, so, oder? Das ist ja uralt. Ja, das ist unsere Version, aber die ich gesehen hatte, war halt dann noch die originale. Ach so, ja, und überarbeitet. Ja. Tschüss. So. Tschüss. Haben wir. Jetzt brauchen wir die Seite, die andere noch. Lager, Kurbel und Ferry einbauen. Fertig. Oh, schon einmal kurz. Ich glaube, jetzt sieht das wieder. Erstmal unter durch hier. Also, das erst nicht aussah, sah es dann auch nicht aus. Guck mal hier. Oh, ey. Oh, ey. Bruder, siehst du? Das lag nur an der Drahtbürste. Mit der Hand gerade festgeschraubt, wa? Kann ich mit dem Schlüssel nicht, weil bin ich richtig rum? Die richtige Richtung. Okay. Schlüssel weg? Ja. Schlüssel weg. Okay. Bitte auf. Wenn du merkst, du den nicht weiter, kontern. Das Rocken. Sofort weg. Das ist genau so gemacht, dass sie genau. Das ist doch nicht fertig. Ja, deswegen wollte ich ja. Achso, ich lasse den setzen. Das ist doch genau. Warte, wir gehen erst weg. Ich bin ein bisschen dicker, ich tauche hier nicht ab. So wie du. Weil wir gerne um den Sprecher. So, noch einmal. Ja, klar. Aber nicht, ach so, was ist denn eigentlich mit der von gestern? Die hast du schon fertig gemacht, ne? Mit dieser Plastikverkleidung, das Ding da. Mal Ketten und Schrauben, aber dann will ich hier vorne gerade welche drin geschmissen. Achso, hier oben. Irgendwie respektieren sie mich ja doch. Irgendwie. Aufgewachsen bist du ja auch. Klar, auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Da oder dort oder hier oder da, aber ich meine ja jetzt, sind ja die ganzen Leute, die seit 5 Jahren sind. Irgendwer meinte wirklich, es gäbe ein bestimmtes Maß, also Kriterium an Jahren, die, wenn man die bereits in Berlin lebt, dann wäre man ein Berliner. Weil ja, ich lebe jetzt 19 Jahre in Berlin, also bin ich ja ein Berliner. Genau.
Na, ich glaube, man muss sich mit der Stadt ein bisschen beschäftigen, identifizieren und mit deren Bewohnern. Du kannst ja auch in einer Stadt wohnen, wo du irgendwie 20 Jahre lang lebst oder so und kommst nicht vor die Tür, hast keinen Kontakt oder hast nur eben deine Arbeit. Hättest vielleicht noch eine Firma von außerhalb, dann bist du nicht automatisch in der Stadt angekommen. Man muss schon an dem Leben, musst du schon irgendwie teilnehmen, ne? Also ansonsten wird das alles nicht. Ich war um 9 Uhr da, ja. Aber ich brauche erstmal 30 Euro, um unsere Porto wieder los. So können wir, Felix. Okay, gut. Kamera aber aus, ja. Gut. Nee, dann. Nee, ich finde es schöner, wenn es so bei in Einvernehmen oder ohne, dass ich da irgendwie angebettet komme. Und muss mir das halt leisten können. Du bist ja auch ein Hobby von mir. Was ist denn so dein Hobby? Naja, ich hab so Felix. Na, ich bin gespannt. Bis dann. Du siehst mich ja dann bestimmt. Jo. Na super, okay, liebe Leute, ich sage schönen Feierabend und gute Nacht. Und wir sehen uns morgen wieder. Puh, das war's erstmal von mir hier. Ich schneide jetzt. 23.30 Uhr ist es gleich. Ich fange jetzt ein bisschen an zum Schneiden. Ich hoffe, ich ziehe das durch heute. Aber heute war es ein bisschen länger. Ich habe mit der Familie noch einen kleinen Ausflug gemacht. Und den Grund dafür zeige ich euch morgen früh sozusagen. Ne? Also am nächsten Tag. Wir sehen uns. Bis dann. Macht der Dude. Bis dann. Ciao. Sagt Tommy und die. Hallo. Na denn? Tschüss und gute Nacht. Tschüss und gute Nacht.